Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Soundcheck. Ach ja, Entführung durch Aliens waren ja gekommen. Wo macht das jetzt am meisten Sinn? Ich würde sagen, Afrika. Ah, da kriege ich Ingenieure. Aber da kriege ich mehr Geld. Ja, die ganzen sind verwundet. 3 Tage, 5 Tage, bla bla bla. Ich habe 2 Scharfschützen da. Deswegen jetzt. Ja. Du könntest aber eine andere Pistole haben. Also so kann ich das schon mal durchgehen lassen. Eine neue Mission, ein neuer Part. Wahrscheinlich ist das ja immer praktisch. Wir gehen in den Angriff. Natürlich. Wieso sollte... Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Ja, wieso sollte ich eine Mission abbrechen? Dann würde ja einmal die Panik hochgehen und natürlich würde es auch Auswirkungen auf die ja, meine Leute werden dann nicht besser. Das sollten sie ja. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. So geht's dann hier hin. Begebe mich auf Position. Immer mit Feldposten. Denn hier macht es am meisten Sinn, wenn noch keine entdeckt worden sind. So, hierhin. Du gehst hierhin. Einer ist jetzt weg. Er ist aus
ausgeschaltet. Oh, er auch. Gut. Ein kritischer Schaden. Okay. Damit wären die ersten Feinde schon mal weg. Die habe ich schon mal in Position gebracht. Bestätige. Die Scharfschützen. Oh ja. Was war das für ein Geräusch? Ja, da hinten sind sie. Hallo. Wer hat ihn jetzt eigentlich gekillt? Ich weiß es nicht. Begebe mich auf Position. Jetzt mal mit Positionsgewehr. Na, wo bewegst du dich, Alien? Was war das? Ach, das ist explodiert. Gehe in Position. Ah, da bist du. Und weg. Durch die Tür. Rücke vor. Ja, die müssen jetzt auch mal ein bisschen vorrücken. Bis jetzt habe ich keine Probleme mit den Aliens. Was habe ich denn eigentlich für Schwierigkeitsgrad? Rate. Ja, das ist die richtige. Verstanden, Commander. Ah, da sind welche. Und so jede Menge. Feind in Sicht. Ja. Ich mach mich los. Wachsam, Commander. Ja, so sollte es sein. Jetzt bist du dran. Auch daneben. Ach, daneben geschossen.
Schuss hat nicht gesessen. Haha, den da hinten ist jetzt erledigt. Der heilt sich mal ein bisschen. Okay, nur noch ein Feind ist da. Bis jetzt. Kann auch sein, dass da noch welche sind. Aber na, ich glaube eher nicht. Daneben. Daneben. So triffst du nicht. Geschafft, Commander. Mission erfüllt. Oh ja. Eine geschaffte Mission ist eine gute Mission. Eine nicht geschaffte Mission ist eine Scheiß-Mission. So ist es halt. Und warum ist es eigentlich immer nachts? Wenn das Flugzeug fliegt. Damit es nicht gesehen wird. Macht eigentlich Sinn. Ah ja. 9 Tage. Oh ja, das ist gut. Und schon wieder eine Unterstützung. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Gut, dass ich das so gemacht hatte. Ich kann... Lagezentrum, Satelliten starten. Commander, in die Forschungslabore. Commander, in die Forschungslabore. Ich würde sagen Ägypten. Commander, in die Forschungslabore. Satellit, Commander, in die Forschungslabore. Satellit gestartet. So. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Momentan nichts zu berichten. Alles sauber auf den Anzeigen. Was habe ich eigentlich auf dem Schwarzmarkt? Einsatzleitung ein bisschen... Ex-Com-Projektes sehr beeindruckt. Oh ja, so soll es sein. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ich verstehe es nur nicht. Warum setzen Sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Scherenlaser wäre gut. Der dafür, ich brauche langsam etwas für die... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh.
Ich habe keine zwei Energie? Dann mache ich hier eben ein Kraftwerk hin. Und das hebe ich mal aus. Ebenso wie das. Ach ja, jetzt habe ich ja das. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Was meinst du, was ich vorhabe? Ich will da ein Satellitenkontrollzentrum bauen. Und da auch. Ein bisschen Geld kann ich schaden. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Südafrika. Yay, ich habe ein Kraftwerk. Das Kraftwerk ist fertig. Hier mache ich die Offizierschule hin. Es wird langsam mal Zeit. Grabung abgeschlossen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Oh ja, wo macht das jetzt am besten Sinn? Auf Südafrika kann ich verzichten. Definitiv kann ich das. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich mache. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.